In diesem Video geht es um wahre Verbrechen. Eine Triggerwarnung findet ihr unten in der Beschreibung. Passt auf euch auf. Hallo und herzlich willkommen zu Mrs. Crime, dem True Crime und Mystery Kanal auf YouTube. Heute wieder mit einem Special. Es geht um 10 bekannte Personen, die jemanden getötet haben. Es geht um Mord, aber auch um tragische Unfälle. Oscar Pistorius, geboren am 22. November 1986, auch bekannt als Blade Runner, ist ein ehemaliger südafrikanischer Sprinter und wohl der berühmteste Paralympics-Athlet aller Zeiten. Er war unter anderem der erste beidseitig amputierte Sportler, der bei der Olympiade teilnehmen durfte. An Valentinstag im Jahr 2013 hörte Pistorius in seinem Haus Geräusche und hielt diese, laut seinen Aussagen später, für einen Einbrecher. Er schoss durch die geschlossene Tür der Toilette und traf seine damalige Freundin tödlich, das damals 29-jährige Model Reva Steenkamp. Vor Gericht beteuerte Pistorius immer wieder seine Unschuld, schließlich wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Chris Benoit, geboren am 21. Mai 1967, war ein kanadischer Wrestler, der unter anderem für die größte und erfolgreichste Wrestling-Liga WWE gekämpft hat und dort auch viele Titel gewonnen hatte. Am 27. Juni 2007, nachdem Chris nicht zu einem wichtigen Kampf erschienen war, wurden er sowie seine Frau und sein 7-jähriger Sohn tot in ihrem Haus aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass Chris erst seine Frau und einen Tag später seinen Sohn umgebracht hatte. Am Tag darauf beging er Suizid in seinem Fitnessraum. Ein paar Monate später wurde bekannt, nachdem das Gehirn von Chris Benoit untersucht worden war, dass sein Gehirn durch die jahrelangen chronischen Gehirnerschütterungen durch das Wrestling so geschädigt war, dass es Vermutungen gibt, dass das die Ursache des Doppelmordes gewesen sein kann. Ingrid van Bergen, geboren am 15. Juni 1931, ist eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Vielen ist sie bestimmt auch als Dschungelkönigin aus dem TV-Format Ich bin ein Star bekannt, in dem sie auch über ihre Tat sprach. Im Jahr 1977 erschoss Ingrid van Bergen unter Alkoholeinfluss ihren damaligen Geliebten in ihrer Villa am Starnberger See. Van Bergen wurde daraufhin wegen Totschlags zu 7 Jahren Haft verurteilt. 1981, nach 4 Jahren Haft, allerdings schon wegen guter Führung entlassen. Johnny Lewis, geboren am 29. Oktober 1983, war ein amerikanisch-kanadischer Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen in den Serien Sons of Anarchy oder OC California bekannt wurde. Am 26. September 2021 wurde Lewis tot in der Auffahrt einer Villa in Los Angeles aufgefunden. In der Villa fanden die Polizisten außerdem die Leiche seiner 81-jährigen Vermieterin sowie deren tote und zerstückelte Katze. Die Ermittlungen ergaben, dass Lewis der Täter war und vom Tatort fliehen wollte, bei der Flucht aber vom Balkon stürzte und starb. Lewis hatte vor der Tat mit psychischen Problemen und einer Drogensucht zu kämpfen. John Simon Ritchie, geboren am 10. Mai 1957 und eher unter seinem Künstlernamen Sid Vicious bekannt, war Bassist der britischen Punkband Sex Pistols. Bekannt war auch seine Drogensucht und so wurde er, komplett zugetrönt, im Oktober 1978 im Hotelzimmer des Chelsea Hotel in New York aufgefunden. Im Zimmer nebenan seine tote Freundin Nancy mit einem Messer im Bauch. Sid Vicious wurde wegen Mordverdacht festgenommen, nach ein paar wenigen Monaten aber gegen eine Kaution wieder freigelassen. Bei der Feier der Freilassung setzte sich der mittlerweile cleane Sid eine Überdosis und starb. Der Mord an Nancy wurde nach seinem Tod nicht mehr gerichtlich aufgeklärt. Aaron Hernandez, geboren am 6. November 1989, war ein US-amerikanischer American Football-Spieler. Im Jahr 2013 wurde er wegen des Mords an Odin Lloyd festgenommen und im April 2015 zu einer lebenslangen Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Außerdem wurde Hernandez angeklagt, im Jahr 2012 einen Doppelmord verübt zu haben. Von dieser Anklage wurde er aber wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. Kurz nach diesem Urteil, im April 2017, wurde Hernandez tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Er hatte Suizid begangen. Hernandez' Gehirn wurde nach seinem Tod untersucht und wie auch bei dem Wrestler Chris Benoit kam heraus, dass Hernandez' Gehirn schwere Schäden aufwies.
Edward Moore Kennedy oder auch Ted Kennedy, geboren am 22. Februar 1932, war nicht nur der Bruder des ermordeten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, sondern auch selbst Politiker und unter anderem 47 Jahre US-amerikanischer Senator für den Bundesstaat Massachusetts. Am 18. Juli 1969 hatte Ted Kennedy abends die Kontrolle über seinen Wagen verloren und stürzte von einer Brücke in einen Kanal. Er konnte sich retten, seine Beifahrerin, die 28-jährige Sekretärin und Wahlkampfhelferin Mary Jo, ertrank jedoch. Kennedy flüchtete vom Unfallort und verständigte erst 10 Stunden später die Polizei. Vor Gericht bekannte Kennedy sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig und wurde am 25. Juli zu 2 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Mit der Familie von Mary Jo einigte er sich außergerichtlich durch eine Zahlung von etwa $140.000. Matthew Broderick, geboren am 21. März 1962, ist ein amerikanischer Schauspieler und Regisseur. Im Jahr 1987 verursachten Broderick und seine damalige Frau, die Schauspielerin Jennifer Grey, in Nordirland einen Autounfall, bei dem die 2 Insassinnen des anderen Wagens starben. Für den tödlichen Unfall musste Broderick damals $175 Bußgeld bezahlen. Donald Don King, geboren am 20. August 1931, ist ein US-amerikanischer Boxpromoter, der unter anderem Boxlegenden wie Muhammad Ali und Mike Tyson vertrat. Vor seiner langen Karriere als Boxpromoter tötete er 2 Menschen. 1954 einen Mann, der sein Wettbüro ausrauben wollte, und 1967 einen seiner Mitarbeiter, der ihm $600 schuldete. Für die erste Tat wurde er freigesprochen. Die zweite Tat brachte ihm nicht mal 4 Jahre Gefängnis ein. Orenthal James Simpson, besser bekannt als O.J. Simpson, geboren am 9. Juli 1947, ist ein ehemaliger US-amerikanischer American Football-Spieler. 1994 wurde seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson sowie ihr Bekannter Ronald Goldman in Nicoles Haus tot aufgefunden. Sie wurden mit zahlreichen Messerstichen ermordet. O.J. wurde schnell verdächtig, schließlich aber nach einem 8 Monate aufsehenerregenden Prozess freigesprochen. Viele halten O.J. Simpson trotzdem bis heute für schuldig. Und das war's mit dem Special. Kanntet ihr denn alle Fälle schon? Schreibt's mir doch gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Denn Support ist kein Mord. Ciao und bis zum nächsten Fall.